Nach der spannenden Sizilien-Rundreise geht es nun weiter in Richtung Apulien. Das erste Ziel wird Matera sein. Ich habe mir hier einen ganz besonderen Wohnmobilstellplatz ausgesucht. Das ist der Masseria Radogna. Das ist ein naturnaher Wohnmobilstellplatz und der liegt hier mitten in der Natur und das ist einfach wunderbar gelegen. Wir machen dann also erstmal den ersten Erkundungsspaziergang hier über die Mogia-Hochebene in Richtung Materna. Matera besticht nicht nur durch seine uralten Felsenwohnungen, sondern es gibt auch zahlreiche Felsenkirchen. Was für ein tolles Panorama eröffnet sich uns dann. Die Schlucht, die hier allerdings vor der Stadt liegt, wird durch den Fluss Gravina gequert und den Ausflug, den sparen wir uns auf den nächsten Tag auf, denn es soll dann noch deutlich schöneres Wetter geben. Aber wir genießen jetzt schon mal die tolle Aussicht. Der nächste Tag verspricht Bilderbuchwetter, also optimale Bedingungen für eine wirklich tolle Wanderung nach Matera. Und ich verspreche euch wirklich schöne Bilder. Aber erstmal gibt es hier ein kleines Frühstück und dann kann es auch schon losgehen. Ja, das sollte man hier auf gar keinen Fall verpassen, nämlich eine wirklich tolle Wanderung durch das Flusstal von Matera. Matera liegt ja auf der Mogia-Hochebene, auf der wir jetzt hier erstmal zur Schlucht laufen und hier erstmal die tollen Aussichten nochmal bei wunderbarem Wetter genießen, bevor es dann runter in die Schlucht geht.
Um nach Matera zu gelangen, muss man über die Hängebrücke drüber, den Ponte Tibetano della Gravina. Boah, das ist schon ein klein bisschen schwankend, aber die Hunde meistern das trotzdem, boah, wenn auch sie sich vielleicht nicht ganz wohl dabei fühlen, aber das klappt schon. Und dann genießen wir die tolle Aussicht hier vom Flussbett aus, bevor es dann hoch in die Stadt geht. Matera zählt als eines der ältesten Städte der Welt und so wurde Matera dann auch 2019 zur Kulturhauptstadt von Europa gewählt. Als eines der schönsten Städte Italiens ist das natürlich auch ein UNESCO-Weltkulturerbe, das versteht sich ja von selbst. Von der Piazza Vittorio Veneto kann man sich einen tollen Überblick über die Altstadt von Matera machen. Hier steht man wie auf einem Balkon und kann auf die Altstadt runterschauen. Das ist wirklich ein toller, faszinierender Ort. Nach diesen tollen Eindrücken geht es dann auch schon wieder langsam zurück, durch die Schlucht natürlich, über die Hängebrücke zum Campingplatz. Und ja, ihr seht, Matera solltet ihr auf jeden Fall besuchen, wenn ihr in Apulien unterwegs seid. Mhm.